Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angriff mit einem neuen For Honor Multiplayer Video. Es gibt wieder Handgemenge 2 gegen 2. Wir spielen auf der Flussfestung und ich bin mit meinem Kriegsfürst unterwegs gegen den Orochi und den Gesetzesbringer. Beide sind sie Level 18, bei mir ist noch ein Elfer dabei. Ich bin ja da mit einem Ruhmcharakter, ist ja interessant. So, schauen wir mal, wie es läuft, 2 gegen 2 Handgemenge. Sollte euch das Video am Ende gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es unterstützen würdet mit einem Daumen nach oben oder einen Kommentar da lassen. Also, ja, vielleicht macht ihr ja diesmal die 100 Daumen voll hier für das Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und zweite Sache auch noch, ich mache dieses Video hier auch für eine kurze Information, denn morgen am Dienstag startet ja die Destiny 2 Beta und die möchte ich gerne ausgiebig testen und deswegen wird es diese Woche von Dienstag bis Sonntag ein wenig weniger For Honor geben, weil ich da einfach nicht dann so viel Zeit habe, aber sollte die Destiny Beta dann vorbei sein, dann geht es dann ganz normal weiter auch mit For Honor Gameplay. So viel dazu erstmal. Hey. So, und jetzt gibt es den neuen Finisher, den ich ja schon im Livestream gekauft habe. So. Nicht, dass ich den besonders geil finde, den Finisher, aber ich brauchte einfach mal wieder was Neues für die Augen, was den Kriegsfürst angeht. Ich habe den Kriegsfürst ja jetzt schon viel gespielt und hatte immer den gleichen Finisher, auch zwar auch einen gekauften. Fürs Stahl, aber ich wollte mal wieder was anderes sehen und deswegen habe ich mir den geholt. Und mit dem Blitzen und der Animation ist es gar nicht so schlecht eigentlich. Gerade auch der Schrei danach noch. Wo willst du denn eigentlich hin, ey? Oh-oh. Ah. So, ich wollte ihn nochmal machen. Okay, die kämpfen noch. Oh, wird knapp für den Shinobi. Ja, aber die Entfernung halt. Reichweitenangriff. Also ich hoffe dann, die Leute, die bei mir hier die meiste Zeit nur vor Anna schauen, dass ihr da ein bisschen Verständnis habt, dass ich dann erstmal die Destiny 2 Beta ausgiebig testen möchte. Dafür habe ich ja gestern auch noch vor Anna gestreamt. Okay. Er ist sehr, sehr flink, was das angeht, um seine Ausdauer rauszuballern hier. So. Da fährt ein Bagger lang. Ein gesetzesbringend Bagger hat vorne einen interessanten Shinobi vorne dran geklebt. So. Finisher dauert ein bisschen länger bei ihnen. Da werde ich ihn natürlich nicht unterbrechen. Okay. Na, jetzt muss ich natürlich auf meine Ausdauer mal achten. Na, was jetzt? Da kommt er nochmal! Victory! Kriegt er hier auf jeden Fall mal den Finisher zu sehen, ey. Und lass mir nochmal die Blitze spielen. So. Das war das erste Duell Handgemenge. Da gibt es sicherlich noch ein zweites heute, oder? Entweder wollen die eine Revanche oder ich suche dann nochmal was Neues. So. Keine Revanche. Die zweite Runde auf der Map Oberburg gegen den Orochi und den Shinobi. Ich glaube, Orochi siehst du einfach fast in jeder Runde. Ey. Immer noch die meistgespielte Klasse. Bei mir ist noch ein Berserker dabei. Orochi Stufe 2. Naja, hat auch immer nichts zu heißen. Shinobi Ruhm 1. Oberburg. Na, schauen wir mal. So, aber ihr braucht doch da keine Sorgen zu machen. Mir macht vorhin noch genug Spaß. Da wird immer noch viel, viel kommen.
Deswegen streame ich das ja auch teilweise immer sogar noch, ja, letzten Sonntag 8 Stunden, diesen Sonntag dann nochmal wieder, gestern waren auch wieder über 4 Stunden, Samstag dann auch nochmal fast vier Stunden und so. Also da spiele ich noch ausgiebig und habe da noch meinen Spaß mit. Aber diese Woche, wie gesagt, von Dienstag bis Sonntag brauche ich die Zeit einfach für die Beta von Destiny. So, gegen den Shinobi als erstes. Nein, gegen den Shinobi nicht, weil er hat das Spiel verlassen. Der Kampf hat dann nicht mehr angefangen. Er hat mich gesehen und dachte dann so, nö, ich hau ab. Meine Fresse, ey. Ja, sorry. Da kann ich, ich kann das vorher nicht wissen, dass die Leute hier das Spiel verlassen. Knappes Match hier. Berserker ist gleich tot. Aber der Orochi auch. Und das war's. Victory. Nicht, dass der jetzt glaubt, dass ich den anderen runtergeworfen habe und er deswegen rausgegangen ist. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Wirklich nicht. Der ist von alleine gegangen. Round 2. Jetzt gegen den Bot. Und dann kommt nochmal eben der Ellbogen. Ich finde halt gut, dass er danach noch diesen Schrei macht. Das habe ich auch gestern im Livestream schon mal angesprochen. Es ist wirklich schade, dass man bei den Finishern die Soundeffekte nicht hört bei der Vorschau. Man weiß immer dann nie, soll ich mir den jetzt kaufen, soll ich mir den nicht kaufen. Von der Animation ist der ja, so naja. Aber wenn man dann den Sound dazu hört, sind manche Finisher dann noch viel besser. Zum Beispiel bei der Nubushi, der sieht eigentlich in der Vorschau ein bisschen langweilig aus, weil sie nur die Klinge so an die Kehle hält. Aber sie lacht dabei. Das ist ziemlich cool. Und würde man das in der Vorschau schon hören, würden, glaube ich, viel mehr Leute auch das Ding kaufen. Ja. Na, da lasse ich wieder los. Ja. Na los, komm. Ah, nochmal. Nein! Ah! Dankeschön. Mann, ey, wenn man einmal das Parieren versaut, kriegst du da wieder unnötig viel Schaden rein, ey. Hab Blitze, du nicht. Naja, langweilige Runde, langweilige zweite Runde leider, weil ihr habt gesehen, der Shinobi ist sofort abgehauen. Der hat mich gesehen und dachte, ne, ich hau ab. Warum auch immer? Ich meine, ich weiß nicht. Das ist ein Shinobi, weißt du? Shinobi hat immer genug Chancen zu gewinnen, weil er so schnell ist und den Kick und so. Keine Ahnung, wenn er gut spielt, kann er jeden schlagen. Und gerade mich, weißt du? Mich als Lappenspieler hier. Und dann haut er einfach ab. So, also, das war ein kleines 2 gegen 2 Video hier mit meinem Berserker. Ihr habt den schönen neuen Finisher hier reichlich in Aktion gesehen. Und dann gab es noch die Information mit der Destiny 2 Beta, die ich dann ab Dienstag, ab morgen testen werde. Und ja, ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Ihr seid nicht zu traurig, aber wie gesagt, For Honor wird es weitergeben, wenn die Destiny-Beta dann abgelaufen ist wieder. Aber vielleicht schaut der eine oder andere ja auch bei den Videos mal rein. Und ansonsten, ja, geht's danach mit For Honor wie immer weiter, mit Videos pro Woche und mit Livestreams. Macht's gut und vielen Dank fürs Einschalten und lasst eine Bewertung da. Ich würde mich freuen. Haut rein, ciao, ciao.